Hier ist die Einfahrt zu diesem Park. Da muss also der Sanitäter dann anhalten, weil ja hier nichts mehr geht mit dem Auto. Und hier, gut, das geht, kann der Sanitäter ja selber beurteilen. Hier muss er geschätzte 70 Meter mal in die Richtung. Es sind ja alles Schotterwege. Die sind also mit Sicherheit sehr gut zu begehen. Kann sich ja jeder raussuchen, mit Trage gut zu begehen, aber auch mit Rollator. Und in Richtung Bürgerheim kann der Park dann über diese zwei sehr rollatortauglichen Treppen verlassen werden. Die Sitzmöglichkeiten sind ja gar nicht so schlecht. Wenn man da reinkommt, man kann hier also durch. Gut, hier würde dann der Sanitäter weiterkommen mit seiner Trage und würde wahrscheinlich hier die verletzte Person vorfinden. Das geht ja dann. Das ist nicht so stark einzustufen von der Entfernung her. Der Platz als solches ist ja schon hervorragend, aber wie man sieht, dient der natürlich speziellen Leuten auch als Aufenthaltsort. Und hier ist er verlassbar über wieder so ein Betontor, über das natürlich auch wieder nicht hereingefahren werden kann. Und hier über diese Wege kann, selbst wenn man hereinkäme zu diesem Tor, kann ein Krankenwagen nicht bis hierher gelangen. Das hier wäre die einzige Möglichkeit, um mit einem größeren Fahrzeug etwas in den Bereich des Parks vorzustoßen. Aber man sieht dann diese erhaben angelegten Wege, die von der Breite her vielleicht gerade einmal ein Fahrzeug aufnehmen könnten. Aber es ist normalerweise keinerlei Rangiermöglichkeit vorhanden. Also boshafte Planerei. Hier sieht man auch, wer sich alles aufhält und wie die ganzen Einrichtungen bereits beansprucht sind. Aber Sie werden es schon wieder irgendwie kleinreden.